Gut, ich begrüße Sie recht herzlich zum Webinar AutoCrear Version 2.0 automatische Luft- und Kriegsstreckenberechnung. Das Webinar wird etwa eine knappe Stunde dauern. Ich habe hier eine Agenda aufgestellt. Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen, die Firma GIA Informatik AG. Und dann möchte ich über diese Lösung AutoCrear der Firma Elaborate aus Nürnberg möchte ich kurz erklären, um was es geht, was die Möglichkeiten sind und dann vor allem in einer Live-Demo drin an einer doch komplexeren Baugruppe, die einfache Baugruppe lassen wir mal weg, möchte ich das mal demonstrieren und am Schluss haben wir dann auch Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Machen Sie das bitte über das Fragen-Panel oder über das Chat-Panel, was Sie bei Ihnen auf dem Bildschirm sehen müssten. Ganz kurz, wer präsentiert heute? Mein Name ist Urs Simler. Man hört Urs nicht aus Deutschland, typischer Schweizer Name. Und Simler bedeutet auch Simulationswissen ist bei mir im Kopf drin, im CAD-Umfeld. Und ich ja, bin schon jetzt 3 Jahre bald bei der Firma GIA tätig, habe vorher 20 Jahre bei Firma PTC gearbeitet. Unterstützt werde ich von Daniel Losli. Daniel Losli ist für den Vertrieb zuständig, da auch seine Koordinaten, wenn Sie da kommerzielle Infos auch zu Schulungen oder anderen Geschichten dann brauchen. Ganz kurz zur GIA Informatik AG. Wir sind mit in der Schweiz drin. Da sehen wir etwa Basel, der rote Punkt, der blaue Punkt ist Bern und der gelbe Punkt ist Zürich, also mittendrin in der Schweiz. Mittlerweile 160 Leute. Wir gehören zur Müller-Martini-Gruppe. Das ist ein Maschinenbauer in der Schweiz, der im Nachfolgedruckprozess Handling-Systeme für Zeitungen macht, aber auch Buchbindemaschinen oder Schneidemaschinen für Bücher sind in deren Portfolio. Die GIA Informatik, eine Schwester oder eine Tochter von dieser Müller-Martini-Gruppe, bietet 3 Bereiche an, SAP-Lösungen, IT-Services, eigene Rechenzentren und CAD-PLM-Services. Wir möchten eigentlich den Kunden begleiten, nicht nur die Software verkaufen, sondern auch ihn unterstützen in seinen Lösungen drin. Wir sind ISO 27001 zertifiziert und natürlich arbeiten wir im PLM-Bereich mit Partnern zusammen. Der Hauptpartner CAD-mäßig ist PTC und wir haben auch Lösungen, die auch auf andere CAD-Systeme angewendet werden können von diversen Partnern, die wir da hier drinnen sehen. Gut, wie schon erwähnt, mit PTC-Produkten, Parametric, Elements Direct, Windchill, MATCAD, ThingWorks, Navigator arbeiten wir von anderen Firmen, Topologieoptimierung, Firma CAESS oder jetzt, was wir heute vorstellen, Firma Elaborate aus Nürnberg, elektrische Luft- und Kriegsstreckenberechnungen, Strömungssimulation bieten wir an, auch Produkte in der österreichischen Firma aus Linz, TechSoft, haben wir in unserem Portfolio, wie auch Zusatzlösungen im CAD-PLM-Bereich von Software Factory aus München. Wir betreuen auch Kundensysteme, überwachen die, halten die am Laufen. Wir haben eine eigene PDM-ERP-Schnittstelle, wir haben ein eigenes Trainingscenter in Oftringen, können aber auch bei Ihnen vor Ort schulen und wir können doch auf eine immense Erfahrung an Wissen im CAX-PLM-Bereich zurückgreifen. Das vielleicht ganz kurz zu der Firma, zu mir. Ja, die meisten kennen mich, glaube ich. Dann was ganz Neues, was wir seit 1-2 Monaten im Portfolio haben, ist eben diese elektrische Luft- und Kriegsstreckenberechnung mit AutoCrear der Firma Elaborate. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen näher vorstellen. Problem, was eigentlich dahinter liegt, ist, dass heutzutage praktisch jedes Gerät, was Sie ausliefern, dass da Elektronik, Elektrik hinterlegt ist und dass da unterschiedliche Potenziale drin sind und dass es da halt je nach Spannungsstärke, dass es da entsprechend zu Funkensprüngen kommen könnte. Und Funkensprünge unterscheidet man durch die Luft, Clearance, Luftstrecke
oder entlang der Isolatoren, Creepage, Kriegsstrecke. Und da gibt es in jedem Land, auf jedem Kontinent, gibt es Normen, die ich als Hersteller eines Produktes einhalten muss, um diese, ich sage jetzt mal, Kurzschlusssicherheit sicherstellen zu können. Und das kann man jetzt neuerdings an 3D-CAD-Daten effizient mit dieser Lösung durchführen, weil ich habe hier halt die Möglichkeiten, bei diesen doch zum Teil sehr kompakt gebauten Steckern, Batterien, ja, allen Dingen, die es da gibt, Schutzschaltern, halt hier mir diese Abstände errechnen zu lassen. Das ist nicht so einfach. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, ist ja ganz einfach, geh ins CAD rein, misst die Strecken aus und gut ist. Aber weil das natürlich alles sehr, sehr komplex verschachtelt ist, ist das ziemlich schwierig. Und ein Team um den Michael Martinek aus Nürnberg hat sich darum gekümmert. Er hat auch seine Studienarbeit über das gemacht, hat an dem geforscht und hat da eine Lösung auf den Markt gebracht, eine Firma gegründet, Elaborate, und bietet jetzt diese Möglichkeiten halt an, direkt im CAD oder direkt auf CAD-Daten halt diese Luft- und Kriegsstrecken hier zu analysieren und zu visualisieren und auch wieder dann ins CAD zurückzubringen. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil ich schon am virtuellen Prototypen das machen kann. Wichtig ist, dass diese Lösung AutoCrear ist eine unabhängige Lösung, wo ich wirklich in einer sehr intuitiven Oberfläche drin diese Abläufe abbilden kann, wo ich halt definieren muss, welche Komponenten sind leitend, welche nicht, und Netzwerke bilden muss, werde ich noch erklären, wie das genau geht. Aber für mich die Oberfläche wirklich sehr intuitiv gebaut, also Gratulation an Elaborate. Und ich behaupte also, dass die Lösung erlernt man, wenn man das Thema Luft- und Kriegsstrecke kennt, was auch nicht so schwierig ist. Die Lösung hier erlernt man spielend in einem Tag. Die Oberfläche werde ich nachher noch live erklären, wie die funktioniert. Möchte hier einfach mal kurz den Ablauf erklären, wie ich so eine Luft- und Kriegsstrecke, Streckenanalyse durchführe. Ich importiere die Baugruppe, vielleicht als Step oder dann auch mit aktiven Daten kann die importiert werden. Und ich weise dann halt einfach Eigenschaften zu. Wir sprechen hier von Metadaten, also ich definiere, sind die Komponenten leitend oder nicht. Und dann sage ich, hey, die leitenden Komponenten werden zu elektrischen Netzen zusammengefasst. Den elektrischen Netzen weise ich dann gewisse Parameter zu, was für ein Potenzial ist dahinter. Und werde dann auch die Analyseparameter mit reinnehmen, wo ich sage, oh, in diesem Land, wo ich mein Produkt vertreiben will, sind diese Normen vorhanden, sind diese Luft- und Kriegsstrecken gefordert, je nach Spannungspotenzial. Und dann kann ich reingehen und halt die Resultate mir anschauen, die betrachten und dann halt entsprechend auch einen Bericht rausschreiben. Das werden wir sehen, auch das ist erschreckend, nee, oder sehr gut, also sehr, sehr einfach und schnell zu machen, diese Berichterstellung. Natürlich kann ich die Daten dann auch wieder nutzen, beziehungsweise die Eingaben, die ich gemacht habe, wenn ich eine Änderung mache, wird das sofort wieder abgebildet und ich kann halt meine Verbesserungen oder Verschlechterungen, die ich reingebracht habe, kann ich dann sofort wieder bewerten und so mein Produkt verbessern. Wir sind sehr offen mit den CAD-Daten. Wir haben hier ein paar Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, direkt aus Creo raus über einen Gateway die Daten rauszuschreiben. Da habe ich einen Knopf in Creo-Parametrik drin und kann das rausschreiben. Sehr viele Kunden arbeiten hier aber, unabhängig, was für ein CAD-System das sie haben, mit einem Step-File und lesen das Step-File hier in AutoCreo rein. Es gibt für diese CAD-Systeme aber auch eine Extension, ein Interface in AutoCreo direkt, wo ich direkt die nativen Daten reinziehen kann. Das ist aber dann ja mit ein bisschen Zusatzkosten verbunden, wenn ich da direkt NX oder SolidWorks oder CATIA-Daten reinziehen möchte. Also das heißt hier standardmäßig Step mit dabei und kostenpflichtig halt andere Direktschnittstellen oder Direktimporte machbar. Dann geht's los, wenn ich die Daten in AutoCreo drin habe, werde ich definieren,
was ist leitend, was ist nicht leitend. Da werde ich auch unterstützt durch die Farbgebung, weil die Farben ändern sich der Komponente. Rot sind die Komponenten hier, wenn noch nichts zugewiesen ist. Dann steht hier irgendeine minus 1 drin als Eigenschaft. So blau werden, oder violett ist ja das eher, wir Männer sind da ein bisschen farbenblind, violett sind die Dinger, wenn da ein CTI-Wert zugewiesen ist, das heißt CTI-Wert ist ein Isolator, und grau werden die Komponenten, wenn da eine 0 drin ist, das heißt hier, ich habe es jetzt leider wieder blau angemalt, das wären leitende Komponenten. So wird mir das angezeigt, wenn ich hier diese Eigenschaften zuweise, und die Eigenschaften kann ich für einen Teil zuweisen oder sogar auch für individuelle Oberflächen. Auch der CTI-Wert, den ich da zuweise, je höher, desto qualitativ hochwertiger der Isolator, hat dann einen Einfluss auf die Länge der Kriegsstrecke. Also was wird dann als Verletzung angeschaut? Und das ist auch ja, sage ich jetzt mal einzigartig, dass das berücksichtigt wird. Zusätzlich hat man dann auch die Möglichkeit, mit sogenannten Zementierungen zu arbeiten. Werde ich dann auch noch nachher noch mal so ein bisschen näher erklären. Wenn Teile aufliegen, kann ich sagen, hey, die sind angeklebt, dann darf die Luft- oder Kriegsstrecke nicht unten durch. Wenn ich sie zementiert angeklebt habe, dann muss die einen Umweg nehmen und die Luftkriegsstrecke wird natürlich größer, die Sicherheit wird auch besser. Und zum Teil werde ich auch noch erklären, kann ich so Spezialelemente halt, wie zum Beispiel Schrauben oder Federn, kann ich idealisieren, dass die auch in einem Worst-Case-Szenario genau definiert werden. Also das heißt, elektrische Eigenschaften werden zugewiesen und dann werden diese Komponenten werden zusammengefasst zu Netzen, und diesen Netzwerken, die da entstehen, kann ich dann sagen, wie viel Spannung ist da mit drauf, ist das geerdet oder sind die potenzialfrei? Potenzialfrei heißt hier zum Beispiel, oh, wenn eine Schraube irgendwo dazwischen ist, dann wird das vielleicht meine Kriegsstrecke verkürzen. Oder wir können auch hingehen und gewisse Flächen in der Baugruppe als Ziele betrachten und sagen, hey, da von außen kann ich da reingreifen, auch da muss ein gewisser Sicherheitsabstand vorhanden sein. Zusätzlich ist es auch möglich, in Autocrea drin Punkte und Oberflächen zu generieren, zu denen ich Abstände messen kann. In Zukunft, also Ende dieses Jahres, wird es auch noch einen Normfinger geben, den ich in meine Baugruppe rein bringen kann in Autocrea, und dann zu sehen, ob ich da irgendwie einen Kurzschluss über meinem Finger erzeugen kann. Also das so die Möglichkeiten, die ich da erzeugen kann. Bevor ich die Analyse starte, muss ich noch definieren, wie sind die Normen in meinem Land, was sind die entsprechenden geforderten Abstände, die da drin sind. Und das kann ich einerseits machen über Standardtabellen. Würde ich empfehlen, weil ich definiere einmal eine Standardtabelle in Excel drin, wo ich die geforderten Luftkriegsstrecken, Überschlagsbreiten definiere, die gemäß Norm bei unterschiedlichen Spannungsdifferenzen drin sind. Und hier kann ich dann auch sogar noch, für die Kriegsstrecke wird das angewendet, halt auch Gruppierungen reinbringen über die Qualität meiner Isolatoren, was eben dann von der Norm her eine Verkürzung der Kriegsstrecke zulässt. Ich kann aber auch individuell arbeiten, um mal ein bisschen rumzuspielen, und kann einfach sagen, hey, ich möchte zwischen dem Netzwerk, dem Potenzial, vielleicht die Source und dem Ziel hier, möchte ich die und die spezifischen Werte mal überprüfen, und ich kann die händisch eintippen. Werde ich auch nachher noch live machen. Dann erfolgt die Analyse. Die dauert zum Teil 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Und ich kriege dann Resultate angezeigt, auch unter Berücksichtigung. Man spricht hier von so Shortcuts, Verkürzungen. Die entstehen halt durch eine leitende Schraube. Dann wird halt hier diese Luftstrecke nicht mehr die gelbe Länge haben, sondern entsprechend nur noch die blaue Länge haben. Es werden so Verkürzungen entstehen. Oder auch hier erkläre ich dann noch eben diese ausmodellierten Gewinde, die kann ich auch berücksichtigen und das Worst-Case-Szenario betrachten. Zementiert, nicht zementiert, habe ich schon ein bisschen erklärt. Und was für mich auch noch sehr wichtig ist, da mit der Überschlagsbreite, heißt es, wenn ich irgendwie da so einen Nut rein modelliert habe
und ich gemäß gewissen Normen eine Überschlagsbreite von 1,2 mm drin habe und die Nut vielleicht jetzt 1 mm ist, dann wird hier die Kiesstrecke drüber hinwegspringen. Wenn die Überschlagsbreite gemäß Norm nur 0,9 mm ist, dann geht der Pfad da 0,9 mm rüber. Also das heißt, diese Strecke hier, das sind 0,9 mm. Wenn gemäß Norm die Überschlagsbreite nur 0,4 mm ist, muss ich da ein bisschen stärker reinzoomen, dann wird halt hier der Pfad so aussehen und der wird sich verlängern. Und all diese Feinheiten, die werden von AutoCrea berücksichtigt. Werden wir nachher live in der Demo auch noch sehen. Wie schon erwähnt, die Berechnung dauert so, ja, je nach Komplexität, 30 Sekunden, eine Minute, 10 Minuten, kriege ich halt eine Liste angezeigt, zwischen welchen Potenzialen, da über so eine Matrix, zwischen welchen Potenzialen habe ich da Verletzungen mit drin, wird man da auch farbkodiert angezeigt. Natürlich, wenn es grün ist, ist es gut, und wenn es rot ist, ist es schlecht, und irgendwie Farbe dazwischen heißt, oh, wir sind sehr, sehr neu dran. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, diese Pfade zu betrachten, 3D-mäßig. Ich kann Kommentare reinschreiben, werde ich nachher noch live zeigen. Und diese Kommentare werden dann auch gespeichert im AutoCrea-Datensatz mit drin, und über einen Viewer kann dann jeder diese Kommentare sich später anschauen. Bei der Resultatdarstellung werden wir nachher live viel besser sehen, sehe ich halt hier auch diese Pfade. Wenn die mittendrin sind, gibt es hier eine coole Geschichte, wo ich hier sagen kann, hey, ich möchte so ein Window mir automatisch erzeugen. Dann schneidet er mir die Baugruppe auf und ich sehe ins Innere rein, und ich kann zum Teil dann auch sagen, hey, zeig mir nur die beteiligten Komponenten, um wirklich nicht die gesamte Baugruppe visualisieren zu müssen. Und auch dann kann ich meine Ansichten, kann ich hier sehr, sehr einfach speichern, und die Ansichten, die dann hier unten entstehen, die werden dann auch gleich für den Bericht verwendet. Gut, Bericht war schon Stichwort. Wenn ich so eine Baugruppe habe, dann habe ich eben Verletzungen mit drin, Pfade mit drin, und die muss ich auch dokumentieren. Und das ist zum Teil wirklich eine langwierige, sehr, sehr langwierige Arbeit. Stellen Sie sich vor, können Sie sich nachher selber Gedanken machen an der Baugruppe. Ich werde die Baugruppe nachher hier berechnen. Da habe ich vielleicht 30, 40 Verletzungen, Pfade mit drin, die ich dokumentieren muss. Und wenn ich das standardmäßig mache, behaupte ich, ist das Wochenende futsch. Ah nee, wir arbeiten ja nicht am Wochenende. Aber trotzdem, da sind bald mal zwei, drei Tage futsch, und wir werden sehen, dass hier über diese automatische Berichterstellung in AutoCrea drin ich da immens Zeit einsparen kann. Ich werde das live zeigen nachher. Mit etwa drei, vier Knopfdrücken, die etwa 90 Sekunden dauern, kann ich direkt einen Bericht erstellen. Wenn ich dann die Resultate habe, möchte ich natürlich die Resultate auch innerhalb der Firma streuen können, damit alle informiert sind, um was es geht. Und da braucht es natürlich nicht jeder die entsprechende Lizenz dazu von AutoCrea. Sondern es gibt auch Gratis-Lizenzen hier mit diesem Gratis-Viewer, wo ich die Resultate betrachten kann. Oder ich kann, wenn ich mich mit Kommentaren am Workflow beteiligen will für Verbesserung, kann ich auch mit dem sogenannten Extended-Viewer, kann ich Kommentare reinschreiben oder dort mit dem auch den Bericht selber nochmals korrigieren, ausleiten. Okay, das bringt mich zu den Produkten hin. Ich werde jetzt hier dann gleich AutoCrea vorstellen. Da kann ich eigentlich alles machen. Einzig hier der rote Punkt ist, dass es was kostet. Und mit dem Gratis-Viewer hier, das ist das Schöne, das kostet gar nichts. Aber da habe ich natürlich nicht alle Möglichkeiten, nur Visualisierung mit drin. Mit dem Ding hier, jetzt gelb markiert, da kann ich auch einen Bericht ausleiten. Und ich kann Kommentare reinschreiben. Und das blaue Produkt wurde extra für Creo Parametric-Kunden gemacht, die ein sogenanntes CCX im Einsatz haben. Da kann ich dann auch einen Bericht erstellen mit diesem Creo CCX-Viewer. Aber wenn Sie da nähere Informationen brauchen, kommen Sie auf uns zu. Dann geht's los mit der Demonstration. Also einfaches Beispiel mache ich nicht. Gehen wir gleich zum komplexen Beispiel. Und ich möchte hier diese elektrische Baugruppe mal berechnen. Ich wechsle jetzt hier
in die Oberfläche von AutoCrea, das wäre das Ding hier. Wir sehen hier AutoCrea, Ganze ist noch leer. Und ich sage mal, hey, ich importiere hier mal die Baugruppe. Wähle hier halt entsprechenden Pfeil an und sage da in meinem Daten drin, habe ich da ein Step-File. Okay, Step-File wird jetzt hier mal importiert. Ich hatte auch mit einem Importer eben, der kostenpflichtig ist, hätte ich auch die nativen Daten von Creo lesen können. Oder wenn es Creo-Daten sind, kann ich auch Creo das rausschreiben. Wir sehen hier schon, wenn ich meine Baugruppe bewege, können Sie erkennen, dass es Spaceball-Unterstützung ist vorhanden. Man hat hier auch die Möglichkeit, dann übers Touchpad zu arbeiten oder andersweitig die Baugruppe zu drehen. Hier vielleicht schattieren kann man es anders, Drahtmodus und so weiter, kommen drauf zurück. Ich kann hier, wenn ich eine Ansicht habe, sehe ich, okay, da gibt es eine F8-Taste, ich drücke die mal, kann ich meine Baugruppe exakt von vorne hier sehen. Da hätten wir orthografische Projektion oder Perspektive. Und hier kann ich noch meine Materialfarben zeigen. Ich sehe es alles rot, das wären die Original-CAD-Farben. Aber jetzt ist alles rot angeleuchtet, weil noch keine Metadaten hier definiert sind. AutoCrea möchte Metadaten von mir, möchte, dass ich hier diesen Workflow abarbeite. Das werde ich jetzt gleich machen. Ich werde hier Metadaten zuweisen. Und in dem Sinne sage ich hier mal, oh, ich glaube, das hier, was ich jetzt angewählt habe, rechte Maustaste, das scheint ein Isolator zu sein. Und dann sage ich, okay, ich werde hier einen CTI-Wert werde ich zuweisen, den ich hier definieren kann. Also mit der rechten Maus, da sage ich einfach Assign CTI. Man sieht, die Komponente wechselt die Farbe auf blau-violett und das heißt, hey, da ist jetzt ein CTI-Wert hier zugewiesen. Okay, wenn ich hier den Knopf drücke, heißt es, alles, wo jetzt irgendein Wert zugewiesen ist, leitend, nicht leitend, wird gleich ausgeblendet. Da drüben könnte ich noch sagen, hey, anhand einer Namensgebung wird gleich das auf leitend oder auf einen CTI-Wert gesetzt. Wenn da vielleicht Screw steht, dann wird es als Schraube abgebildet oder als leitend betrachtet. Kann ich hier auch entsprechend machen. Ich kann jetzt auch mit der Steuerungstaste hier halt mal mehrere Komponenten anwählen und hier vielleicht sagen, okay, ich möchte da wieder das isolatorisch betrachten mit einem CTI-Wert. Auch da gehe ich rein und sage, all diese Komponenten sind Kunststoffteile oder sind Isolatoren. Da hinten auch gemacht und jetzt sehe ich noch, oh, auf dem Bildschirm, da scheinen jetzt noch die Komponenten zu sein, die leitend sind. Ich ziehe ein Rechteck auf, wähle durch das alle Komponenten hier an und sage, okay, ihr seid leitend, Z-Conductive. Bildschirm wird leer, weil jetzt allen Komponenten was zugewiesen ist. Ihr seht hier, okay, violett, blau, Isolatoren, grau, halt leitende Komponenten. Da habe ich auch die Möglichkeit und sagen, hey, ich möchte die zwei Komponenten hier separieren und es vielleicht ein Zukaufteil, was als Einzelteil jetzt modelliert wurde, aber ich weiß, hey, da die Flächen, kann ich auch umschalten, sehr einfach, auf Flächenselektierung, indem, dass ich die 3 drücke, also ich drücke jetzt hier die 3 auf meiner Tastatur, jetzt wählt er nur noch Flächen an und ich kann hier sagen, hey, diese Flächen da, ich erweitere die Flächen ein bisschen, sage ich da, hey, die sind leitend, sage ich, okay, die sind leitend, werden grau. Weil eben mein Zulieferer hat mir halt ein Einzelteil geschickt, aber es ist irgendwie eingespritzte leitende Komponente drin und das kann ich da im Nachgang hier so definieren, dass da leitende Komponenten drin sind. Jetzt sind alle Teile hier verschwunden, sage ich hier, oh, zeig mir wieder alle. Okay, und ich schalte hier vielleicht wieder um über meine Tastatur rein auf Einzelteile selektieren und ich selektiere hier vielleicht mal die zwei Teile. Separiert die und möchte hier noch kurz erklären, um was es da geht. Also wenn ich jetzt zwischen den vielleicht Federn da oben, wenn da Potenzial mit drauf wäre und dem hier halt irgendwie eine Quelle da, einen Abstand messen würde in der aktuell modellierten Lage, dann würde man sagen, hey, Abstand hat die rote Distanz. Jetzt kann aber die Feder hier, grün, ich probiere die halt mal um 45 Grad zu drehen. Das waren 90 Grad. Wenn ich die drehe, dann wird der Abstand hier natürlich deutlich kleiner.
und dem muss ich, oder trägt Autocrea Rechnung, indem dass es einfach dann hingeht und sagt, hey, über spezielle Elemente kann ich hier sagen, hey, die Feder wird nicht als Feder simuliert, sondern als Rohr. Oder zum Beispiel hier diese ausmodellierte Schraube wird als Zylindergeometrie hier berechnet, um so halt die Worst-Case-Szenarien hier reinzubringen. Das heißt, ich gehe da hin und sage, okay, die Dinger da, ihr seid vom Typ her, seid ihr entsprechend Federn. Und du da, du bist vom Typ her halt eine Schraube und das wird eben über Zylinder- oder Rohrgeschichten dann abgebildet. Ich blende hier wieder alle Komponenten ein. Okay, und soweit bin ich jetzt fertig mit meiner Metadatenzuweisung, Komponentenleiter oder nicht, und ich gehe einen Schritt weiter hier oben. Ich sage, hey, jetzt möchte ich meine elektrischen Netze hier bilden. Mache ich da oben. Er hat mir die automatisch gebildet. Und vielleicht da nochmals, um zu zeigen, hey, da, wenn ich jetzt vielleicht nochmals die Teile, schalte wieder um auf 1, da die Teile hier betrachte und das Teil hier separiere, dann sehe ich hier oben, kann ich umschalten auf meine dann später verwendete Geometrie für die Berechnung. Dann wird er jetzt diese Komponenten halt als Rohre bzw. als Zylindergeometrie hier berechnen, um halt so das Worst-Case-Szenario abbilden zu können. Okay, das vielleicht mal zu dem hier. Wir sehen, okay, da hat er entsprechende Netze gebildet. Ich kann auch sagen, hey, die Isolatoren sollen nicht angezeigt werden. Und da kann ich mich auch da ein bisschen durchscrollen. Wo sind die einzelnen Netze, wo er Komponenten, die sich berühren, miteinander verbindet? Wenn ich da vielleicht mal reinschaue und Netz 4 und 8 betrachte, oh, ich habe die Shift-Taste, nicht die Steuerungstaste gedrückt, denke ich eigentlich hier so von Weitem, oh, die müssen doch auch zusammengehören. Gehören sie natürlich nicht, weil da, ja, man kann es ganz knapp erkennen, weil da ein Spalt vorhanden ist. Diesen Spalt kann ich hier automatisch schließen, indem dass ich hier einfach sage, hey, bringen wir die Netze zusammen automatisch, die sich näher kommen als 0,1 mm. Und wenn ich jetzt Auto-Merge drücke, wird entweder Netz 4 oder 8 wird hier verschwinden. Zusammengefasst. Und ich sehe jetzt, okay, Netz 4 ist das, was hier durchläuft. Ich kann sogar auch hingehen und an diesem Komponentennetz, wo ich ja gesagt habe, hey, die Flächen da sind leitend, kann ich jetzt sagen, hey, ich möchte die im Inneren miteinander verbinden, weil die sind ja eigentlich ein... Die haben ein Potenzial und halt das violette jetzt Teil da, das ist halt ein Zugkaufteil, ist halt so modelliert worden. Da gehe ich einfach hin und sage, hey, das Netz und das Netz, Steuerungstaste, das soll zusammengefasst werden. Das Netz und das Netz hier soll zusammengefasst werden. Und entsprechend habe ich jetzt noch die Netze da. Und da macht es natürlich Sinn, irgendeine gescheite Bezeichnungen zu verwenden, die ich dann auch... ja, ich sage jetzt mal halt, wirklich genau erkennen kann, was es ist. Sag mal, das ist Ground, okay, und das ist irgendwie Spring 1, das ist Spring 2, das ist Spring 3 und das hier soll halt vielleicht das Potenzial R1 sein, oder nicht R+, und das soll vielleicht P1 sein. Habe ich einfach umbenannt und jetzt kann ich ja sagen, hey, diese drei Netzwerke, die haben ein gewisses Potenzial. Das hier ist geerdet, zieh es einfach rüber und sag, hey, die zwei Dinger da, die haben auch gewisses Potenzial. Hier oben kann ich noch einstellen, will ich mit Gleichstrom oder Wechselstrom arbeiten. Und da kann ich jetzt halt auch die Spannungsstärken eintippen. Ich sage mal, da sind 110 Volt mit drauf, da möchte ich mal 200 Volt drauf haben. Da 320 Volt und da halt minus 100. Und da möchte ich minus 60 Volt mit draufbringen. Okay, habe ich das mal soweit mit drin. Hier unten unter Touchable Surfaces, da könnte ich, wie gesagt, auch außen liegende Flächen dann halt als Ziele hier definieren. Die Dinger da, die werden einfach meine, sage jetzt mal, Shortcuts entsprechend definieren. Also die werden unter Umständen gewisse Luftstrecken, Kriegstrecken verkürzen. Ich wende diese Netze hier an und jetzt bin ich schon eigentlich startklar, um eine erste Berechnung durchzuführen. Ich mache jetzt hier mal zuerst, sage ich, mache eine Berechnung ausgehend von einer Quelle, MA,
möchte ich zum Beispiel Richtung meinem Netzwerk R1, wird auch entsprechend hier angeleuchtet im Hauptfenster drin, möchte ich halt mal händisch überprüfen, sind da irgendwie Luft- und Geschwindigstrecken drin, die kleiner sind als 6,4, 10,5 mm mit einer Überschlagsbreite von 1,5 mm. Da sage ich hier, okay, ich möchte jetzt einfach mal diese Kombination hier berechnen. Jetzt rechnet er zwischen diesen zwei Geometrien halt die kürzeste Strecke aus und da sagt man, oh, ich habe was gerechnet. Dann sage ich, oh, keine Verletzung da, super. Aber ich sehe gar nicht, wie nahe kommen sich die zwei Netzwerke. Da gibt es auch eine wirklich clevere Lösung, wo ich halt hier mit der rechten Maustaste einfach ein Pferd hervornehmen kann und sagen, hey, ich möchte galoppieren. Nee, das steht für generate at least one pass. Das heißt, hey, ich möchte jetzt, obwohl ich nur 6,4, 10,5 mm gemäß nur am Abstand haben muss, möchte ich sehen, wie nahe kommen sich die zwei Komponenten. Und ich sage hier nochmals, berechne mir das Ganze. Jetzt dauert es 10 oder 5 Sekunden länger, weil er jetzt die Pfade ausdehnen muss und eigentlich bis 15 Millimeter rechnen muss. Aber ich kriege jetzt hoffentlich dann Informationen hier, ja, sehe ich dann halt dieser speziellen blauen Symbolik, dem Ding da, sehe ich jetzt, oh, es hat Verletzungen unter 15 mm mit drin und ich sehe, da hat es eine 13,81 mm und in dem, dass ich highlighte, sehe ich, ah, da hinten ist das Ding. Ja gut, dann sage ich noch, zeig mal nur die involvierten Komponenten aus, ich kann jetzt da sehr einfach rüberdrehen, nehme das Highlight wieder raus und sehe da, ich mache jetzt so einen Schnitt mit rein. Und mit Hilfe dieses Schnittes sehe ich da ganz klar, von der grünen zur gelben Komponente habe ich da blau meine Luftstrecke da drin. Und ich habe da drüben halt hier so orange, habe ich meine Kehlstrecken da drin. Wenn Ihnen diese Farben nicht gefallen, können Sie auch da unter Tools dann, unter Optionen kann man hier auch diese Farben dann verändern. Okay. Also so habe ich jetzt mal so Mindestabstände gesehen und auch gesehen, oh, da hätte ich eigentlich noch Platz, um kompakter zu bauen, weil gemäß Norm oder gemäß meinen Angaben müssen die Pfade nicht so lang sein zwischen diesen zwei Potenzialen. Okay, jetzt gehe ich aber zurück und sage mal, hey, jetzt möchte ich die ganze Komponente hier berechnen. Ich nehme hier diese Galoppgeschichte raus und ich verwende hier halt mal eine Tabelle, vielleicht eine länderspezifische Tabelle, die ich mal hier anwenden kann und auch in AutoCAD drin zeigen kann. Wenn ich das Ganze hier natürlich importiere, muss ich hier da so eine kleine Excel-Datei erzeugen. Und ich denke, das ist wirklich keine Raketenforschung, das zu machen. Ich definiere hier oben die Materialqualitäten, die geforderten Kehlstrecken anhand der Spannungsdifferenz, habe ich jetzt Kehl gesagt, das war Luftstrecke und hier die Kehlstrecke anhand der Spannungsdifferenzen. Und das war es soweit und ich kann das hier entsprechend einlesen und wie es hier oben unter Tools gesehen habe, diese Standardtabellen kann ich auch da verwalten. Also ich lasse mir die mal hier anzeigen und sobald ich jetzt hier wieder hingehe und sage, hey, zeig mir als Quelle einmal an, zeigt er mir da entsprechend halt auch an, okay, das sind die entsprechenden Spannungsdifferenzen und das sind die geforderten Luftstrecken. Und bei der Creepage, bei der Kehlstrecke, schreibt er hier halt Maximum rein, weil diese Strecke ist abhängig von der Güte der Isolatorenqualität. Die kann kleiner werden, wenn ich ganz gute Isolatoren da verwende. Dann wird die gemäß Norm kleiner und das wird auch hier entsprechend berücksichtigt. Da oben habe ich auch noch eine gewisse Toleranz mit drin, Verletzungstoleranz, wo ich sagen kann, ja, ich möchte jetzt nicht nur sehen, wenn zum Beispiel hier Kehlstrecken vorhanden sind zwischen P1 und MA von 12,2 mm, sondern ich möchte auch sehen bis 14,2 mm. Sehr oft geht man hin und macht das prozentual und sagt einfach, hey, mach mir da 20% und zeig mir auch 20% längere Luft- und Kehlstrecken an, um zu sehen, wie nahe bin ich dran. Um vielleicht dann so beurteilen zu können, ja, es braucht doch ein bisschen vielleicht noch mehr oder oh, ich kann da noch viel kompakter bauen. Das habe ich jetzt hier mal so mit reingebracht. Und jetzt gehe ich da hin und sage, hey, alle
Kombinationen sollen hier berechnet werden. Wir haben hier unterschiedlichste Netzwerke und natürlich über die Matrix heißt es jetzt so, oh, da müssen irgendwie ein paar Kombinationen gerechnet werden. Und der Knopfdruck, der dauert jetzt ein bisschen länger, nicht nur 15 Sekunden, wie da unten dargestellt, sondern der dauert irgendwie 2,5 Minuten. Aber keine Angst, in der Zwischenzeit möchte ich auch zeigen, wie ich dann ganz große Baugruppen berechnen kann. Weil AutoCare bietet mir auch an, sogenannte Domänen zu machen. Und hier in diesem Beispiel wird mal gezeigt, hey, ich mache da rechts oben die Domäne, um halt die Komplexität zu vereinfachen. Und hier sieht man, hey, ich mache eine Domäne her als kleine Box. Hier sehen wir. Und ich kriege hier so schöne Zielgriffe, wo ich halt meine Box da definieren kann. Ich könnte auch da in der Mitte einen kleinen Punkt, den man kaum sieht, könnte ich auch verschieben. Und ich sage, das ist meine Box, die ich berechnen will. Und jetzt sage ich, hey, benutze nur die elektrischen Netze in dieser Box drin. Und auch hier wird sich die Komplexität stark reduzieren, weil in dieser jetzt angeleuchteten Box hat es nur das Netzwerk P1 und Ground mit drin. Und er wird dann nur diese Kombination berechnen. Hier wird auch noch gezeigt, das Ganze kann man auch über eine Kugel machen. Und man kann natürlich auch einen Umkehrschluss hier machen, dass ich sage, hey, die Kugelgeometrie, die wird hier entsprechend nicht berechnet und nur der Rest wird hier berechnet. Zum Teil diese Domänen verwendet man auch so als Hilfsmittel, um vielleicht im selben Modell drin unterschiedliche Normen, unterschiedliche länderspezifische Normen zu berechnen, oder wenn ich da ein durchgehendes Netz habe, kann ich hier diese Baugruppe auch halbieren und dann innerhalb des Netzes gewisse Luft- und Kriechstrecken dann berechnen. Also das heißt, eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten sich mir da. Oh, da im Hintergrund läuft es immer noch. Ja, da komme ich immer leicht ins Schwitzen, wenn ich da sehe, in so einer Live-Demo, oh, der rechnet immer noch, sind jetzt etwa die 2,5 Minuten, die ich mal da prognostiziert habe, sind die wohl bald um oder nicht? Und das ist immer für mich Zeit, um einen Schluck Wasser zu trinken. Okay, die Berechnung müsste jetzt dann eigentlich hier bald fertig sein. Wird schon ein bisschen wärmer bei mir. Okay. Ist halt in so einer Live-Demo mit drin. Da könnte man auch den Cancel-Knopf drücken. Möchte ich aber nicht drücken. Weil normalerweise ist das nach 2,5 Minuten fertig. Ich habe hier einen Prozent-Knopf mit drin. Da müsste eigentlich soweit passen. Was läuft da noch im Hintergrund? Ja. Das ist natürlich ganz bitter. Ich warte jetzt noch 10, 20 Sekunden, bevor ich den Cancel-Knopf drücke, weil ich habe natürlich das schon... Oh. Jetzt hat es 3 Minuten 64 gedauert. Also Sie können mir glauben, dass normalerweise, ich weiß nicht noch, was am Rechner läuft, natürlich ja, genau, GoToMeeting, mein GoToWebinar, braucht auch eine gewisse Leistung, die Aufzeichnung, jetzt hat es 3,5 Minuten gedauert. Und die Berechnung ist fertig. Oh, jetzt bin ich wirklich ins Schwitzen gekommen. Und seht ihr, habe ich Verletzungen mit drin? Sind da Luftstrecken kürzer als gefordert? Und ich sage mal, okay, ich möchte mal da halt zwischen Potenzial A oder vielleicht, ja, sage ich ja, genau, MA und vielleicht R1 möchte ich sehen, hat es da Verletzungen mit drin. Und ich sehe hier, wenn ich da reingehe, gemäß Norm bei dieser Spannungsdifferenz von hier an der 20 Volt sind 18 mm gefordert, aber ich habe hier nur 14 mm mit drin. Hier könnte ich highlighten. Und da sage ich natürlich, hey, das ist gar nicht toll, ich mache da einen Kommentar mit rein und sage da, unbedingt verlängern. Okay, Ausrufezeichen. Mach den da mit rein, man sieht, okay, GIA USI hat das reingeschrieben, das kann ich hier auch noch entsprechend markieren und sage, hey, das ist also ganz schlecht. Das ist wirklich eine Verletzung, die da mit drin ist.
Und wie gesagt, das kann ich hier mir entsprechend anzeigen und ich kann auch sagen, hey, genau diese Ansicht da, Safe Camera Position, möchte ich für meinen Bericht hier verwenden. Und so kann ich ja hier halt hingehen und unterschiedlichste Kombinationen mir anzeigen lassen, vielleicht von R1 Potenzial auf Ground, möchte ich mal sehen, hat es da Verletzungen mit drin, hat da Pfade mit drin. Und zum Teil sage ich mal, okay, ich möchte das Path Window hier nicht sehen. Sage hier vielleicht auch mal Zoom zum Anfang, Zoom zum Ende, um zu sehen, wo das in etwa ist. Zum Teil muss ich da ein bisschen rauszoomen. Und wie gesagt, dieses Path Window zeigt mir dann sehr, sehr deutlich an, wo das Ganze rübergeht. Und da sehen wir jetzt hier, okay, an der Stelle geht er da über die Feder, über einen sogenannten Shortcut. Und weil halt die Feder als Zylinder gerechnet wird, wird da meine Luftstrecke halt noch ein bisschen kürzer, weil halt das Worst-Case-Szenario hier betrachtet wird. Dann sage ich vielleicht mal, oh, das sieht aber interessant aus. Ich sage da, okay, interesting. Okay, und ich sage, das da markiere ich hier halt vielleicht, ja, ich habe da keinen Plan, das muss vielleicht ein anderer Kollege beurteilen. Und ich sage hier, ja, ich weiß nicht, was ich mit dem machen möchte. Das heißt also hier in dieser Post-Processing drin, da werde ich doch einiges an Zeit verbringen, um diese einzelnen Luft- und Kiesstrecken zu beurteilen, zu markieren und vielleicht dann diejenigen, die ich als nicht, weiß ich was, kritisch betrachte, die kann ich hier dann halt auch rausnehmen. Und ja, am Ende des Tages möchte ich auch diese Sachen hier dann vielleicht wieder diese Pfade in Keoparametrik verwenden, kann ich hier oder in meinem CAD drin verwenden, kann ich hier ein Step-File rausschreiben und das dann wieder reinlesen. Oder ich möchte diese Daten hier auch entsprechend speichern und diese Session hier abspeichern. Ich sage mal da unter Data, sage ich hier, das soll live sein. Oh, Fehler, spielt ja keine Rolle vom Namen her. Und speichere mir diese spezielle Datei an, die werde ich später im Gratis-Viewer wieder öffnen. Aber jetzt möchte ich eben diese 2 Tage einsparen, die ich jetzt brauchen würde, um diese Berichtserstellung zu machen. Der Knopf hier, der ist sehr, sehr effizient. Da kann ich sagen, hey, mach mir einen Bericht raus. Wie gesagt, das kann auch im Extended-Viewer oder im CCX-Viewer gemacht werden. Sage ich hier, Bericht erstellen. Da unten über diese Knöpfe hier kann ich gewisse Schablonen, Templates, Layouts erzeugen, die ich immer wieder verwenden möchte für meine Berichte. Ich kann meinen Bericht hier erweitern. Ich gehe hier einfach mal auf meine Titelseite und sage hier, hey, ich lade da ein Bild rein. Und das soll halt da unter, wo habe ich es da, nicht unter Doku sein, unter Data. Da genau, das GIA-Logo möchte ich mit reinbringen. Ich tippe hier noch einen Namen ein der Firma, GIA Informatik. Okay, oh, alles ein bisschen falsch geschrieben, spielt keine Rolle. Dann sehen Sie auch, dass es live ist, was ich da mache. Und ich sage, vielleicht an der Stelle möchte ich noch ein Bild reinbringen von meinem von meiner Baugruppe. Ich mache die Bilder da möglichst groß. Okay. Und sage jetzt an der Stelle, erzeuge den Bericht. Der Knopfdruck hier dauert nicht 2 Tage. Bericht. Okay. Sondern der dauert in etwa 90 Sekunden. Und jetzt werden wir nachher sehen, was da rauskommt. Gehen wir zum nächsten, da vielleicht zum Gratis-Viewer. Autocreator, wo habe ich den Gratis-Viewer? Da. Gratis-Viewer. Gehe ich einfach rein und ich lade dieses File rein, was ich vorab gespeichert habe. Das müsste hier sein und irgendwas Data. Habe ich ja live sauber geschrieben. 11.15 Uhr, ja passt. Das hier habe ich da abgelegt. Holt die Baugruppe hier rein und ich sehe da, oh, ich kann da zwar auf diesen Reitern hier hin und her eiern, aber ich kann da nichts zuweisen oder machen. Ich kann meine Baugruppe drehen und ich kann halt hier mir meine Resultate betrachten und ich sage mal, okay, da
ah, da hat irgendeiner was reingeschrieben, ja, der Simler hat da irgendwie gesagt, ah, hat das getaggt, hat gesagt, schreiben, interesting, okay, aber da hat er irgendwas reingeschrieben, oder auch bei anderen Pfaden hat er halt was reingeschrieben und gesagt, da scheint irgendwas nicht so toll zu sein, da sehe ich, ja, da hat er reingeschrieben, unbedingt verlängern oder verbessern, und hat das als sag jetzt mal, Violation hier entsprechend markiert. Da im Hintergrund, da macht er natürlich die Dokumentation. Ich gehe mal davon aus, es geht auch ein bisschen länger, ja, ist jetzt da dran. Ich gehe nochmals auf meinen Viewer zurück und sehe hier eben da im Viewer drin, oder da könnte ich sogar auch noch messen, das habe ich vorher vergessen zu zeigen. Der Bericht scheint jetzt gleich fertig zu sein. Müsste jetzt wahrscheinlich auf dem zweiten Bildschirm dann irgendwann auftauchen, was da mit drin ist. Also messen kann ich da drin, jetzt da drüben. Auf meinem zweiten Bildschirm ist der Bericht fertig geworden. Und Sie sehen hier, der Präsentator ist nicht so gut in der Rechtschreibung. 19.10. wurde das Ganze erzeugt. Und ich sehe hier Zusammenfassung meines Berichtes, wo er halt sagt, hey, diese Baugruppe wurde berechnet, da die Baugruppe besteht aus diesen Teilen, die haben CTI-Werte mit drin oder sind leitend, und gibt es eine ganze Liste, wo ich mich durchzählen kann. Ich sehe meine elektrischen Netze, wie die Bezeichnung hier ist, was da für ein Potenzial mit drauf ist, oder ist es hier geerdet, automatisch erzeugt worden. Ich sehe hier halt meine Analyse, dass ich mit einer Tabelle gearbeitet habe, wo ich diese Standards verwendet habe. Und hier unten sehe ich dann meine Pfade, eben aus dieser Matrix raus, zwischen den entsprechenden Quellen und Zielen, ob da Verletzungen vorhanden sind, was gemäß Norm die geforderten Luft- und Kriegsstrecken sind. Und da zeigte mir an, okay, da sind entsprechende Verletzungen gefunden worden. Und wenn ich hier drin auch noch mit Steuerung F suche, zum Beispiel nach GIA USC, das ist mein Kürzel, dann sagt er mir, oh, weiter, ah, da hat der GIA USC, hat irgendwie auch einen Kommentar reingeschrieben, gesagt, oh, getaggt irgendwas, gehe ich da noch weiter, und da zum Teil sieht man auch, das ist jetzt den Screenshot, den ich da zusätzlich reingemacht habe, die Ansicht, nicht ein Screenshot. Da sieht man, standardmäßig macht er zwei Ansichten rein. Hier habe ich noch eine dritte gemacht, die wird dann auch gleich in dem Bericht drin verwendet. Und wenn ich hier noch weitergehe, da auch irgend mit einem Pfad, wusste ich nicht recht, was da anzufangen, und habe ein Fragezeichen reingeschrieben. Also all das wird in diesem 90-Sekunden-Klick, den ich gemacht habe, wird ein Bericht erzeugt, der meines Erachtens sehr, sehr gut ist. Und in Zukunft wird dieser Bericht hier, wenn ich da reingehe, muss ich schauen, ich bin auf dem Viewer, auf dem Gratis-Viewer, da kann ich dann auch in Zukunft, dann kann ich dann auch Word-Dokumente erzeugen. Das sollte, glaube ich, auch noch dieses Jahr dann rauskommen in diesem Auto-Crear mit drinnen. Vorher habe ich angedeutet, da kann ich eben diese Step-Files rausschreiben. Diese Step-Files können natürlich dann im CAD wieder reingelesen werden. Ich habe jetzt hier mal ein CAD, bis jetzt hier mal Creo-Parametrik da eingelesen, und da habe ich jetzt mal wirklich alle Pfade hier mit reingenommen, und da wird eine Unterbaugruppe gemacht, wo halt hier drin steht, okay, ups, sehen wir vielleicht besser, wenn ich da reinzoome mit der Namensgebung, sehe ich genau, okay, von welchem Netzwerk zu welchem geht es, und hier unten entstehen dann halt Einzelteile, und mit diesen Einzelteilen, wenn ich da will, kann ich auch hier dann, wenn ich das öffne, halt wirklich ein Einzelteil kreieren, wo ich da meinen Pfad noch gescheiter visualisiere. Aber sehr oft reicht das eigentlich da mit den blauen Geschichten hier, das zu dokumentieren. Dann kann man die Pfade natürlich auch, die vielleicht doppelten, die zum Teil daran stehen, kann ich dann auch wieder rauslöschen. Also auch im CAD kriege ich die Information hier wieder rein, die mir AutoCrea liefert. Ja, das bringt mich eigentlich schon zum Ende der Live-Demo, doch, ich habe da eine halbe Stunde was gezeigt, ging ja ratzfatz, zwischendurch ein kleiner Schweißausbruch, aber sonst war es easy peasy mit AutoCrea zu arbeiten. Es gibt auch hier ein gescheites Manual, P
PDF-Format. Meines Erachtens sehr gute Idee, das im PDF zu machen, weil hier kann ich auch vielleicht nach Galopp suchen. Weiter und sehe da, okay, da sind Neuerungen mit reingekommen in der letzten Version, eben da, get at least one pass, nicht generate, get at least one pass heißt das Ganze. Also hier sehr gutes Help-File, Sie werden auch sehen, es gibt dann hier auch ein gescheites Tutorial, Online-Tutorial, wo ich auf Filme zurückgreifen kann, also wirklich die Oberfläche. Weiß nicht, ob der Michael Martinek im Call drin ist, die ist wirklich, Hut ab, sehr, sehr effizient gestaltet worden. Genug des Lobes, gehen wir zurück wieder zum PowerPoint. PowerPoint bringt uns eigentlich hier an den Schluss eigentlich dieser Webpräsentation. Ich möchte hier einfach ganz kurz zusammenfassen. Also ich denke, jemand, der mit Luft- und Kühlstrecken was zu tun hat, der wird erkennen, dass das Autocrear in der Form, wie wir es da sehen, dass das eine wirklich unheimliche Hilfe ist. Also ich glaube, ich kann es beurteilen, weil ich war, als ich noch bei PTC war, vor 10 Jahren in einer Startphase von einem Produkt mit dabei, was PTC programmiert hat, was SAX hieß. Und das hat leider nie wirklich funktioniert und es war halt sehr, 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 sehr langsam, wurde mittlerweile auch ersetzt durch ein Subset von Autocrear, aber das wird nie diese Funktionalität haben, was die unabhängige Oberfläche bietet. Und eben, man hatte dort auch keine Berichtserstellung mit drin. Darin habe ich wirklich all diese Möglichkeiten, wo ich halt wirklich immens Zeit einsparen kann und halt wirklich beurteilen kann an meinen Baugruppen, wo sind die Kriech- und Luftstrecken, ich kann mich auf die verlassen und so auch viel, viel kompakter, effizienter bauen und halt frühzeitig meine, ja, ich sage jetzt eben Kurzschlusssicherheit gewährleisten. Gut, das bringt mich eigentlich da ans Ende des Webinars. Wir haben auch auf der Agenda gehabt, dass Sie auch die Möglichkeit haben, hier die Fragen zu stellen. Wir sind etwa 30 Leute im Call drin, dann kann ich da nicht alle freischalten, sonst haben wir ein riesen Stimmengewehr. Ich schaue jetzt mal bei meinem Fragen-Panel mit rein, was da für Fragen mit drin ist. So, ups, das ist aber ein kleiner Moment, das ist extrem klein hier geworden. Oh, Fragen. Jetzt kann ich es größer machen. Bin da auf dem zweiten Bildschirm, sorry. Okay. Sind Native inzwischen genauso performant einzuladen wie Step? Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert mit Fremddaten, aber ich habe also von PTC-Seite das mal rübergeschrieben. Das ging also nicht irgendwie viel, viel langsamer. Also kann ich sonst abklären? Frage kommt von Michael Hacker. Schreiben Sie mir sonst bitte auch nochmals eine Mail, was da genau gemacht wird. Dann eine Frage, was bedeutet CTI, CTI-Wert? Englische Bezeichnung nennt sich Comparative Tracking Index. Das beinhaltet eigentlich die Qualität des Isolatoren, also um die 100 rum ist der Isolator relativ schwach oder nicht so qualitativ hochwertig, über 600 ist er sicher deutlich hochwertiger und er wird mir auch daneben diese normierten Strecken, die gefordert werden, die verkürzter, also sobald ich entlang der Oberfläche mit einem guten CTI-Wert eine Strecke sehe, dann wird die Norm automatisch reduziert. Dann eine Frage noch Step-Import. Welches Step-File wird verwendet? Also welches Protokoll? AP203 oder AP214? Meines Wissens das neuere AP214. Werde ich aber nochmals genau abklären. Aber meines Wissens, ich habe glaube ich AP214 habe ich im Kopf mit drin. Dann werden die Tabellen für die Luft- und Kriechstrecken
mitgeliefert oder sind sie selbst zu erstellen? Also wir liefern mal eine Tabelle mit drin, mit wird die ausgeliefert und es hat auch eine Anleitung, wie man die ergänzt. Es sind natürlich länderspezifische Normen, müssen Sie selber einpflegen. Es gibt schon gewisse vordefinierte, können wir zum Teil, wenn wir die schon gemacht haben, mitliefern. Aber wir sagen natürlich, wir nehmen keine Verantwortung dafür. Also ist relativ einfach zu machen, weil eben diese Excel-Datei, ich habe sie leider hier wieder gelöscht. So ein Klick und Excel startet wieder, ist relativ einfach zu definieren. Also ich sage, das ist keine Raketenforschung hier. Wenn Sie die Werte mal haben, die gefordert sind, dann die hier reinzupflegen. Und auch die Verwaltung ist sehr, sehr simpel gestaltet. Und eigentlich über das hier, ja, man braucht wahrscheinlich das erste Mal eine halbe Stunde, um das zu definieren. Dann beim zweiten geht es dann ratzfatz. Gut, aber ich denke mal, Frage da soweit beantwortet. Dann Windchill-Integration brauchst du nicht zu beantworten. Aha, okay. Welche Lizenzmodelle gibt es? Es gibt die Autocrea-Geschichte als Mietlizenz und es gibt es als Locked-Lizenz, wo ich wirklich auf einem Rechner arbeiten kann. Es gibt die Lizenz auch auf einem Dongle. Das heißt, dort, wo über einen USB-Port der Dongle eingesteckt ist, die Maschine kann mit dem arbeiten. Und es gibt auch eine Floating-Lizenz, die ich verwenden kann. Können Sie gerne auf unseren Herrn Losli dann zurückkommen. Dann weitere Fragen. Oh, wir sind da schon bald 11:30. Sorry für die Verspätung. Es werden die nominellen Bauteile betrachtet, können auch Toleranzen mit betrachtet werden. Aktuell Toleranzen an Bauteilen kann ich natürlich nicht mit betrachten. Ich müsste, so kenne ich es aus Kreoparametrik raus, halt in Kreoparametrik kann ich die oberen Grenzwerte oder halt die Teile regenerieren auf die Grenzwerte der Toleranzen und dann halt mit denen arbeiten. Dann werden es berücksichtigt, aber sonst werden Toleranzwerte, wenn die nicht regeneriert werden oder nicht im CAD-System nachgerechnet werden, werden nicht berücksichtigt. Gibt es bereits eine Durchschlagsfestigkeitsanalyse? Meines Erachtens nicht. Komme aber gerne auf Sie zurück, Herr Hacker, falls das anders wäre. Oder vielleicht sagen die Entwickler in Nürnberg, ja, da sind wir schon dran. Und ja, dann Lizenzmodelle, haben wir gesagt, CT-Werte und Netze vereinen, immer wieder neu. Eben wenn ich ein Step-File nachlade, Roland Lindwurm hat die Frage gestellt, muss ich das immer wieder nachladen in dem Sinne? Nein. Ja, oder neu definieren, ich gehe jetzt auf Autocrea, also ich lese ein neues Step-File rein und ich kann dann hier, machen wir vielleicht schnell File Import Assembly, ich lese jetzt halt nochmals die neue Reihe, dieselbe hier rein. Lese ich da das nochmal rein und dann kann ich hier halt auch wieder bei meinen Metadaten, wenn das drin ist, hier über den Knopf, da kann ich sagen, hey, verwende vom entsprechend vorab gespeicherten, man sagt hier Session-File, verwende da die Metadaten. Also hier kann ich dann sagen, okay, import Metadata vom Session und dann sage ich hier, hey, übernimm das von dem da und dann sind die wieder mit drin. Ganz klar, wenn ich ein neues Teil eingebaut habe, da muss ich das neu definieren, aber dann sehe ich das hier sofort, wenn das da mit drin ist. Also das geht relativ schnell auch über einen Step-Import. Viewer, Streckenanzeigen, nur beteiligte Bauteile anzeigen. Ja, das geht, glaube ich. Kann ich, glaube ich, sogar live hier zeigen. Show involved only, das geht hier. Auch im Viewer drehen. Meines Wissens kann ich da auch noch einen Querschnitt dann hier mit reinmachen. Ja, geht hier. Dann Richtkosten für die Lizenzen, ja, da können wir gerne ein Angebot machen, kommen Sie auf uns zu, schreiben Sie uns eine Mail, können wir gerne mit Ihnen das mal besprechen. Gut, da sind eigentlich all die Fragen soweit abgearbeitet. Vielen Dank für die
für das Interesse, auch für die Fragen, sehr interessante Fragen, die da gekommen sind. Ich hoffe, das Webinar war für Sie doch einigermaßen interessant, dass Sie auch gesehen haben, hey, man hat hier wirklich jetzt eine effiziente Lösung, um Luft- und Kriegsstrecken berechnen zu können. Und was ich Ihnen auch mitgeben wollte, hey, AutoCrear ist wirklich eine sehr intuitive Oberfläche. Und wie schon erwähnt, mein Lieblingsknopf hier ist der hier, Berichterstellung. Also wenn ich als Anwender irgendwie so einen Bericht erstellen muss und ich weiß, das ist also wirklich eine immense Arbeit und das hier so vereinfacht werden kann, dann lohnt es sich nur schon anhand der Berichtserzeugung hier so sich Gedanken zu machen über den Erwerb einer AutoCrear-Lizenz. Das bringt mich zum Schluss meines Vortrages. Wie schon erwähnt, Sie werden die Dokumente noch kriegen, Links kriegen zu der Aufzeichnung. Und ja, ich bedanke mich hier für Ihre Teilnahme, wünsche noch einen erfolgreichen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.